Ja, höchste Zeit, dass wir über die Galaxy Watch 4 sprechen. Ja, wirklich, allerhöchste Zeit. Ich wurde so oft schon drauf angesprochen, Raphael, wo bleibt deine Review der Galaxy Watch 4? Nun, wie ihr bemerkt habt, es hat etwas länger gedauert. Ich habe mit dieser Review angefangen Ende August. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Mitte November. Meine Güte, wie konnte das so lange dauern? Nun, hin und wieder kommt es vor, dass man ein Gerät hat, auf das man sich riesig freut und das dann irgendwie noch nicht ganz so weit zu sein scheint. Damals im August habe ich die Uhr bekommen, angeschaut und die Software wirkte noch unglaublich unfertig. Das ist bei Samsung häufig der Fall. Gerade wenn man frühe Testgeräte hat, ist man gut beraten zu warten, bis das Gerät auch in den Handel kommt, weil da kommt meistens noch ein großes Update, was alles signifikant besser macht. Ich habe also gewartet und so wirklich viel besser wurde es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Die Software, ja, bevor wir zu allen guten Punkten kommen, die Software ist noch nicht da, wo sie sein sollte. Ich habe mir ein bisschen zu viel davon versprochen und ich wollte nicht voreilig sein. Klar, es ist immer verlockend, einen Verriss zu machen, ein Video, wo man etwas ganz, ganz schlecht findet, hätte sich hier natürlich angeboten. Hier übrigens auch. Wo haben wir es, das neue Microsoft-Handy. Aber in so Fällen lohnt es sich, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und zu schauen, wie entwickelt es sich wirklich, was macht es im Alltag, wo geht's hin, was kann es wirklich, und sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Das habe ich mir bei der Galaxy Watch 4 erleistet. Ich wollte nicht voreilig sein, weil der erste Eindruck war wirklich nicht gut. Nein, die Software war einfach nirgends und darum habe ich gewartet. Und jetzt wurde ich so oft drauf angesprochen. Ich habe die Uhr ja auch, wer meine Videos verfolgt hat, ständig hat man sie wieder mal im Video gesehen, habe ich sie wieder getragen. Neulich auch im Livestream hat jemand gefragt, was ich denn für Uhren trage. Und da wollte ich schon sagen, ja, ich habe immer eine mechanische und eine Apple Watch. Nein, da hatte ich auch wieder die Galaxy Watch an. Ich hatte sie so oft an. Ich glaube, ich habe noch nie eine andere Smartwatch so oft getragen wie die Galaxy Watch 4. Ich habe sie beim Schwimmen dabei gehabt, beim Sport, beim Wandern. Überall war sie mit dabei. Ich muss dazu sagen, immer verbunden mit dem Samsung-Handy. Das ist nämlich auch noch entscheidend, da das Fold 3, großartiges Handy, das finde ich großartig. Man muss dazu auch noch sagen, ich bin ja ein alter Android-Fan, ich nutze ja das iPhone, ich bin damals nur aufs iPhone gewechselt wegen der Apple Watch. Anfangs Nolens, Wolens, dann mit dem iPhone X, iPhone 10 habe ich dann Freude am iPhone gekriegt, aber eigentlich bin ich ja ein Android-Fan und habe wegen der Apple Watch gewechselt. Umso größer war natürlich meine Hoffnung, dass nun endlich, weil ich warte da ewig drauf, dass Google und Samsung endlich wieder zusammenarbeiten. War ja unsäglich, dass Google da mit Android OS und oder Android Wear und Samsung mit seinem Tizen da, ja, beide wie kleine, zickige Kinder, jeder in seiner Ecke gestanden und gesagt, ich spiele nicht mehr mit dir, ich spiele nicht mehr mit dir. Und das Ergebnis war halt entsprechend. Keine wirklich tollen Uhren fürs Android-Universum. Ja, ein paar gute Versuche gab es. Tag Heuer hatte da mal einen Lauf ganz kurz, bevor sie von Intel, ja, und auch Google hängen gelassen wurden. Fossil gibt sich unglaublich Mühe, aber die kriegen es mit dem Akku nicht so wirklich hin. Und ja, alles ein bisschen ein Trauerspiel, wenn man sich für Smartwatches und das Android-Universum begeistern könnte. Aber dann eben die groß angekündigte Zusammenarbeit. Sie haben da, ja, Pressekonferenzen gab's ja und an der Google I.O. haben sie es auch nochmal erwähnt. Endlich, Google und Samsung finden zusammen. Zaya ist hier zu Hause gesessen, hat sich die Hände gerieben und gedacht, yes, jetzt endlich wird das was. Endlich meine Android-Smartwatch. Vermutlich waren meine Erwartungen ein bisschen zu hoch, muss man fairerweise sagen. Aber jetzt der Reihe nach. Was ist alles großartig an der Uhr? Das Design. Ich habe das kleine Modell. Samsung hat mir das schwarze geschickt. Ich finde das Stahl, also das, oder wie nennt man es, das silbrige, finde ich nochmal schöner. Das ist das kleine Modell. Ich mag ja kleine Uhren, wobei ja so 42 mm ist auch nicht klein. Das ist auch ein richtig wuchtiger Uhr, etwa so groß wie meine mechanische Uhr, die ich trage. Trägt sich unglaublich bequem. Ich bin ein großer Fan vom Design. Samsung hat das wirklich im Griff. Auch bis in die kleinsten Details, wirklich sehr schön gemacht. Rundes Zifferblatt, was ich großartig finde.
Auch die Rückseite ist ganz schön gemacht, muss ich mal zeigen. Das geht ja häufig vergessen, dass die Rückseite auch schön sein muss. Nein, wirklich, das Uhrendesign hat Samsung wirklich unglaublich gut hingekriegt. Eine ganz, ganz schöne Uhr. Ich bin sehr begeistert davon. Einzig, was nicht ganz so gelungen ist, ist das Zeug drumherum. Das Standardarmbändchen, was sie beilegen, ist ein bisschen labberig. Hätte ich mir ein bisschen anderes Gummi gewünscht, dass sie sich da ein bisschen mehr Mühe geben. Zieht auch Staub unglaublich schnell an. Bei uns, bei Tamedia, der Hauspöstler, großer Samsung-Fan, der hat immer Ärger mit den Samsung-Armbändern. Die fallen ihm immer auseinander, die zersetzen sich. Ich hoffe, das hier ist jetzt längerlebig. Bei mir ist nichts passiert, bei mir hat es sehr, sehr gut gehalten. Auch nicht besonders gelungen ist der Ladepack, den sie dabei legen. Der wirkt so ein bisschen, ja, als hätte der Praktikant auch noch was machen dürfen. Und er hat immer noch Schrecklass nach Fokus. Nicht mal der Fokus will das Ding scharf stellen. Man kann es ihm nicht verübeln. So haben wir es. Immer noch USB-A dran. Das ist wirklich so ein bisschen noch nicht ganz zu Ende gedacht von Samsung. Da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Aber die Uhr, wenn man alles drumherum weglässt, wirklich vom Design her, top. Ich bin hellauf begeistert. Ich würde sie am liebsten rauf und runter tragen. Was? Ja, genau, Fitnessfunktionen, ich habe es ja schon erwähnt, ich war damit schwimmen, laufen, funktioniert alles großartig, misst alles, was ich möchte. Klar, wie die Apple Watch kann sie inzwischen auch mehr, als ich brauche. Sie kann jetzt auch Blutsauerstoff messen, habe ich keine Verwendung dafür. Sie kann auch nachschauen, wie viel Fett ich im Körper habe, aber ganz ehrlich, das kann meine Waage auch, also das brauche ich nicht in der Uhr. Abgesehen davon, dass ich das auch nicht wissen möchte. Also das, mich interessiert Puls, interessiert mich gelaufene Strecken und das verstehen die Sportfans immer nicht so ganz. Mir kommt es jetzt nicht darauf, ob es auf 100 Meter präzise ist. Ich mag so Tendenzen sehen, ob ich mich viel bewegt habe, wenig bewegt habe, wo ich ungefähr durchgelaufen bin. Ich bin Gelegenheitssportler, ich brauche da nicht mathematisch alles aufs letzte Detail präzise. Darum ja weder mit der Apple Watch noch mit der Samsung-Uhr hier irgendein Problem. Akku ist auch sehr gut. Bei der Apple Watch ist ja die Faustregel vielleicht so 24 Stunden kriegt man hin. Wenn man sie am Morgen vom Akku nimmt, muss man sie spätestens am nächsten Morgen wieder laden. Ich würde sagen, bei der Samsung-Uhr hält der Akku noch ein bisschen länger. Meistens noch so einen halben Tag mehr als die Apple Watch. Also beispielsweise, man könnte es dann am Mittag laden. Empfiehlt sich natürlich nicht. Ich lade immer am Abend, sicherheitshalber. Aber Akku ist wirklich auch sehr gut. Selbst im kleinen Modell. Das ist wirklich, darum mag ich ja kleine Uhren oder kleine Smartwatches so, weil da ist es nochmal viel, viel schwieriger, einen anständigen Akku reinzupacken. Und Samsung hat das hingekriegt. Auch der Prozessor und alles wirklich rasend schnell. Höchstnoten von mir für die ganze Hardware dieser Uhr. Bin ich wirklich sehr zufrieden. Wo es leider dann halt die Kritik gibt, ist bei der Software. Ganz ehrlich, als ich die Uhr in die Hand genommen habe, ich habe mich gewundert, ist das jetzt Wear OS oder das Android OS oder ist das noch das Tizen von Google? Das Tizen von Samsung. So, jetzt haben wir's. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Natürlich, es ist die Google-Software, aber Samsung hat ganz viel oben drauf gepackt, dass es mir auf einen Anhieb gar nicht aufgefallen ist. Na klar, man merkt es dann im Alltag, weil überall kommen die Samsung-Dienste zum Einsatz. Samsung Gesundheit, Samsung hier, Samsung Pay. Darum auch meine Empfehlung, gerade wer Samsung-Handys hat, fährt hier deutlich besser, als wer nicht Samsung-Handys hat, weil man muss dann halt alle die Samsung-Dienste auch noch haben. Nein, was stört mich an der Software? Erstens, sie wirkt auch heute, Mitte November, überhaupt nicht fertig. Ja, ein runder Bildschirm macht es ein bisschen schwierig, Text darzustellen, aber wir können uns ein Beispiel anschauen, das mir heute Morgen wieder aufgefallen ist. Wo haben wir Software-Update? Auf Updates überprüfen. Erstens läuft die Software nicht wahnsinnig flüssig, es ruckelt immer noch. Klar, ich bin verwöhnt von der Apple Watch, da ist die Software einfach viel, viel flüssiger. Ah, jetzt haben wir das Beispiel. Mal schauen, ob man das sieht. Ja, man sieht's. Software UPDA TE. Hat sich das niemand von Samsung angeschaut, wie da der Textfluss ist? Das ist einfach hässlich. Und davon gibt es tonnenweise Beispiele, wo einfach der runde Bildschirm überhaupt nicht schlau genutzt wird.
Klar, Apple hat da halt Vorteile, weil sie rechteckig sind, da ist alles ein bisschen einfacher, aber wenn man sich schon die Mühe macht und so eine schöne runde Uhr macht, sollte man doch auch noch den letzten Schritt gehen und auch schauen, dass die Apps und alles für den runden Bildschirm optimiert sind und dass es einigermaßen nach was aussieht. Also das finde ich wirklich unverständlich. Zifferblätter hat es mehr als genug drauf, da kann man sich richtig austoben. Ich bin dann aber trotzdem meistens bei diesem Panda geblieben und habe jetzt gerade festgestellt, dass sich die Initialen haben sich irgendwie wieder zurückgesetzt. Eigentlich habe ich da ein RZ hingeschrieben, aber das hat es irgendwie nicht genommen. Wollen wir das schnell zusammen ändern und schauen, ob ich es hinkriege? Live-Test. Anpassen, ja. Zifferblatt. Ja, ist alles sehr, sehr kleinteilig und jetzt steht da wieder Initial. Das wollen wir nicht weg. Tastatur hat es auch. Großbuchstabe, ja. Z wollen wir auch noch. Haken. Okay. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist aber das Zifferblatt wieder schwarz. Ich möchte das Zifferblatt in weiß haben. So, jetzt stimmt's wieder. Irgendwas hat sich vorher zurückgesetzt, als ich das geändert habe. Ja, aber gerade ein Live-Beispiel. Die Software ist einfach noch wirklich nicht sonderlich elegant. Was ich auch festgestellt habe, das mag aber an mir liegen. Ich habe keine starke Hand, ich bin weder Links- noch Rechtshänder, was viele Konsequenzen mit sich bringt, unter anderem, dass ich mich schwer tue, mit links und rechts zu unterscheiden. Ich bin ja ein großer Fan ursprünglich gewesen dieser drehbaren Lünette, das ist das Drehding da oben. Das kennt man von Taucheruhren, das ist einfach sowas. Habe ich unglaublich genial gefunden. Im Alltag, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es sich bei mir viel, viel weniger bewährt, als ich gedacht habe. Weil das Problem ist, man weiß da nie, auf welcher Seite muss man jetzt runter oder rauf. Klar, Samsung blendet auf der Seite diese Linie ein, die hilft einem ein bisschen damit. Aber ich habe mich sehr oft schwer getan, muss ich jetzt so rumdrehen, Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn. Da hat die Krone der Apple Watch oder Huawei hat ja inzwischen auch die Krone eingebaut. Macht es einem ein bisschen einfacher, weil die kann einfach nur rauf und runter. Und wenn man dann die ganze Software so auslegt, dass man einfach nur immer rauf und runter kann und nicht links und rechts, ist alles viel, viel einfacher. Bei Samsung kann man halt, oder bei Samsung und Google jetzt, kann man rauf, runter, links und rechts. Und das macht die Bedienung, ich finde, nicht immer sehr, sehr intuitiv. Ja, und dann wirklich schade, dass die Software immer noch nicht so weit ist, weil die Hardware ist wirklich ganz, ganz großartig. Neulich hat mir jemand in den Kommentaren unter einem YouTube-Video, als wir auch wieder über die Galaxy Watch 4 gesprochen haben, geschrieben, sie hätte sich jetzt lieber nochmal eine 3er gekauft und warte dann, bis Google und Samsung da wirklich auf Zack sind und nehme dann die nächste Ausgabe dieser Zusammenarbeit. Fand ich noch eine schlaue Variante von der Dame, ehrlich gesagt. Aber kommen wir zum Fazit. Wer ein Samsung-Handy hat und eine Smartwatch möchte, es ist momentan, ich finde es immer noch die beste Wahl, die du haben kannst, wenn du ein Samsung-Handy hast, unbedingt die Samsung-Uhr. Akku ist gut, Hardware ist ganz, ganz toll. Software ist nicht ganz so toll wie auf den Samsung-Handys. Bevor jetzt jemand sagt, Raphael, trash da auf Samsung-Software. Nein, ich mag One UI auf den Handys, ist es großartig. Ich bevorzuge es in vielen Bereichen vor Android normal und ja sogar iOS. Also nein, beim Handy hat Samsung sich vom Saulus zum Paulus gewandelt und gezeigt, wie gut sie Software können. Hierauf ist es einfach noch nicht annähernd so gut wie auf den Handys. Da müssen sie noch mal wirklich über die Bücher ein bisschen dran arbeiten. Aber klar, Preis ist auch großartig der Uhr. Ich habe jetzt gerade vorhin noch mal nachgeschaut, das Modell, was ich habe, die Classic, eben das mit der Lünette, gibt's in der Schweiz schon für 300 Franken. Das Modell ohne Lünette, die Galaxy Watch 4, was ein bisschen eleganter, digitaler aussieht, aber dafür halt dieses Touch-Dings außenrum hat, was sich schon bei früheren Uhren nur so lala bewährt hat. Ja, die gibt's sogar, glaube ich, für 250 Franken. Also der Preis ist wirklich sehr, sehr gut. Falls man sich jetzt da eine kauft und dann enttäuscht ist,
hat man immerhin nicht ein Vermögen ausgegeben. Apple Watches sind da deutlich, deutlich teurer. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, Fazit zur Galaxy Watch 4, eines der Produkte, auf das ich mich so unendlich gefreut habe, weil es endlich vorwärts geht im Google-System mit Smartwatches, verspricht unglaublich viel, hält nicht alles davon. Ich glaube, wirklich spannend wird es, wenn Google dann endlich mal selbst einstieg. Die Gerüchte um eine Pixeluhr halten sich ja immer noch, obwohl sie jetzt wieder nicht vorgestellt wurde. Da muss einfach noch ein bisschen mehr gehen. Die Software muss noch mal besser werden. Die Hardware hat Samsung vorgeführt, das können sie. Hardware, perfekt. Wenn sie das Ding dann auch nächstes Jahr, wenn dann das vielleicht die nächste Version kommt, updaten können, dann wird's auch ganz, ganz großartig. Aber im Moment, ich werde nicht in Versuchung kommen, vom Apple Watch iPhone Combo auf Samsung Galaxy Watch umzusteigen. Es ist einfach noch nicht poliert genug. Hardware macht mir keinen Unterschied. Ja, ich finde sogar die Galaxy Watch in rund und allem sieht ein bisschen sportlicher aus als die eckige Apple Watch. Da habe ich sehr viel Freude daran. Aber die Software ist einfach, um es in Jahren auszudrücken, ich würde sagen, sicher noch 1, 2, ja vielleicht sogar 3 Jahre hinter dem, was Apple macht. Da müssen Google und Samsung wirklich nochmal über die Bücher. Oh, wer funkt da dazwischen? Das Samsung-Handy. Ja, sowieso schon viel zu Zeit für diese Review vertrödelt. Erstens habe ich ewig lang gebraucht, bis ich sie gemacht habe und jetzt, bis ich mich hingesetzt habe. Und jetzt habe ich viel zu lang gesprochen, schon fast 20 Minuten. Aber ich fand, jetzt müssen wir da wirklich mal drüber reden. Unglaublich tolle Hardware, so lala Software. So, falls dieses sehr lange Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Falls ihr findet, oh nein, Raphael, wie kannst du so lange warten? Und dann so ein Fazit, Daumen nach unten. Falls ihr Fragen habt, unbedingt rein in die Kommentare damit. Ich diskutiere sehr gerne über die Galaxy Watch. Ja, eines der spannendsten Produkte, vielleicht sogar das spannendste Produkt des Jahres. Einfach noch nicht ganz so weit, wie es sein sollte, aber eben wie gesagt, Software kann man ja nachträglich optimieren. So, jetzt ist aber genug geplaudert. Ich sollte wieder was anderes arbeiten. Eigentlich wollte ich nur kurz über die Uhr sprechen, weil so viele Leute gefragt haben. Aber, nein, ich habe mich nicht in Rage geredet, aber bin ein bisschen abgeschweift.